Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von den Dude Squads. Es tut mir leid, dass wir so lange gebraucht haben hier mit der neuen Folge. Ich habe versucht, euch das nochmal irgendwie, ja, zu besorgen, dass wir hier solche Codes haben, dass ihr was gewinnen könnt, aber irgendwie hat das leider nicht geklappt. Das heißt, vorerst erstmal gibt es leider noch keine Codes oder irgendwelche Preise. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem gerne mitmachen werdet und dass ihr hierbei Spaß haben werdet. Lasst gerne auch ein Däumchen nach oben da. Und wir gucken direkt mal jetzt hier rein. Wir hatten ja die Umfrage, welches Dude Squad Nummer 7 soll gewinnen. Das lief jetzt sehr, sehr lange. Ich weiß tatsächlich echt nicht, wann die letzte Folge gelaufen ist. Ich muss einmal ganz kurz nachschauen. Die letzte Folge ist von Anfang Mai. Also es ist, ja, es ist ungefähr ein Monat her. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich wollte es gerne weitermachen. Und wir sehen jetzt, wer hier der Gewinner ist. Ganz, ganz knapp. Davinator LP und Oshkosh haben sich die ganze Zeit so die Waage gehalten. Gewonnen hat das Team von Oshkosh Rondewitzel. Sehr schön. Dann machen wir direkt weiter mit den Squads. Die Aufgabe war es, 4 Informs zu verbauen mit einem schönen Team. Und die sollten insgesamt nicht mehr als 125k kosten. Und wir haben hier echt ein richtig schniekes Silberteam. Und von Chrissy Gaming ist das gemacht. Und wir haben dort einen Sturm, Mbolo, Sio. Direkt dahinter Chikawi Inform. Dann haben wir hier Gmaili, Frei und Schnoglu. Dann haben wir Piszczek, Toprak, Scheer und Tellis. Und im Tor Birki. Und das Team ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich denke mal, damit kann man ganz gut spielen. Der Sturm ist natürlich ja, sehr schnell und so weiter. Mit Chikawi auch noch ein 5-Star-Skiller mit 5-Star-Weakfoot dabei. Hier 3-Sterne-Skills und Weakfoot. Also das ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Mittelfeld ist auch in Ordnung. Und schön finde ich auch, dass hier halt Schweizer dazugenommen wurden mit der türkischen Liga. Also es ist schon ganz schön. Gefällt mir richtig gut. Und deswegen dachte ich mir einfach mal so, das kann da rein. Das wäre das erste aus dem neuen Dude Squads. Das nächste, es ist jetzt nicht so spektakulär. Es ist so eine Mischung aus Bundesliga und Ligue 1. Beziehungsweise hier haben wir hier noch Liga BBVA. Also es ist schon ganz gut. Von den Muffin Plays 3 Ligen, 4 Nationen. Und ja, ich meine, es hat auch die Anforderungen erfüllt. Und ich dachte mir, warum nicht? Es ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär, ne? Hier unten wurde das fürs Budget vermutlich mal so genommen, dass das hier so passt. Ich finde es trotzdem eigentlich ganz gut. Wir sehen Götze, Lacazette, Thiago, Alonso, Bueno, Grenier, Clerc, Piquet, Mustafi und Kaya und Asenjo. Ich denke mal, man könnte inzwischen den anderen Lacazette sogar auch nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, dass wir da hier dann über die 125.000 kommen würden. Auch ein gutes Team. Dann das nächste von Apollon haben wir hier. Ich fand, das ist schon mal es ist sehr schön. Wir haben hier mehr als 4 Informs drin. Es ist super arschgünstig. Wenn ihr ein Team haben wollt, mit dem ihr relativ schnell unterwegs seid, dann kann man sowas hier nehmen. Ich denke, das ist schon nicht verkehrt. Wir haben hier einmal Ruffier im Tor, dann haben wir Sané, Perrin und Mvir. Dann Cuadrado, Gignac, Payet, Gradel oder wie auch immer heißt. Gervinho, Dumbia und Ibarbo. Also, das übliche Team. Es ist, ich weiß, es ist halt ein Standard, diesen Sturm zu nehmen und dahinter Cuadrado noch zu packen. Aber ich finde, es ist ganz gut umgesetzt worden. Und, ja, es ist natürlich nicht NLW. Wir haben hier 10 Chemie teilweise. Und, aber mir gefällt's. Ich finde, das ist halt ein Team, was man halt auch ganz gut nachbauen kann. So, das nächste. So close oder so close. Ich habe das mit reingenommen, weil ich dachte, okay, es wurden Stellen gebraucht, die man ja so nutzen kann, damit es günstiger wird und so weiter. Und damit die Chemie auch und so weiter passt. Die Bronzespieler sind natürlich jetzt nicht so die geilsten. Aber wir haben dort Rondon. Ich meine, das ist sogar das Second in Form. Ja, ich glaube, ja. Rondon haben wir da im Sturm mit Hulk. Die Chemie ist natürlich da beschissen, aber ist trotzdem okay. Arango, Ronaldinho, Gastelum. Und dann haben wir Estrada, Umtiti, Perrin, Dulalon, Garza und Sirigu.
Und ja, es ist natürlich nicht perfekt mit der Chemie wegen Hulk oder Hulk. Und trotzdem hat er halt 5 Chemie. Damit kann man halt spielen, ne? Den Hulk im Sturm, damit kann man doch ganz gut spielen. Besonders halt daneben Rondon, der ja sehr stark auch ist. Von der Physis her genau wie Hulk. Also man hat da so die Tanks und kann hier in der Mitte halt so ein bisschen herumskillen. Und hier haben wir noch den Arango für die Freistöße. Ja, auch das hier ist unter 120.000. Ich dachte mir, nimm's mit. Ist doch ganz nett. So. Dann haben wir hier von Daley dieses Team. Auch wieder einmal 4 Informs, so wie es halt sein sollte. Mit Silber und Gold. Ich fand's eigentlich ganz schick. Wir haben dort Benzema, Payet, Granier, Asamoah, Tello, Danilo, Klose, Giroud, Evra, Fernandes und Trapp. Und ich denke mal, das sind schon ganz gute Spieler. Und ja, 5 Ligen, 6 Nationen, finde ich schon mal richtig, richtig nice. Und das kann man mal machen, oder? Also ich denke, das schaut schon ganz gut aus. Und deswegen habe ich es einfach mit reingenommen. Halt der Sturm mit den Leuten dahinter, mit den offensiven Männern. Und auch mit Tello und Danilo hintereinander, richtig nice. Macht sicherlich sehr viel Spaß. So, ich musste mich ganz kurz räuspern. Ja, da könnt ihr natürlich wieder abstimmen. Da habe ich noch keinen Straw-Poll gemacht. Das können wir aber ganz kurz zusammen machen. Ich mache das eigentlich immer so. Pack das hier hin. Wer soll das DS08 gewinnen? So, packen wir rein. Der Erste. Der Zweite. Oder der Dritte. Ah, komm. Oder der Vierte. Zack. Oder der Fünfte. Jo, was könnt ihr hier gerne machen? Ihr könnt diesen Link euch hier nehmen. Zack. Da gerne bitte mit abstimmen. Also hier einen von denen auswählen. Auf Vote drücken. Und dann kann man halt das Resultat sehen. Hier, ich möchte eigentlich gar nicht. So, zack. Da kann man das Resultat da sehen. Was ihr dann noch machen könnt, ist ein Squad einschicken fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal habe ich mir gedacht, dass DS09 mit eurem Teamnamen und eurem Namen, falls ihr nicht selbst angemeldet seid, wenn ihr angemeldet seid hier bei Foothead, braucht ihr natürlich nicht euren Namen hier hinten dran zu schreiben. Was ich mir hier überlegt habe, ich möchte eine Formation haben, die eine Dreierkette ist, also eine von diesen. Und ihr habt ein Budget von maximal 200.000. Ja, es sollte 200.000 nicht überschreiten. Deswegen sage ich 200.000, Ende. Was drüber ist, nochmal gucken, ob das geht. Wenn das nicht mehr als 10% sind, dann ist es okay. Ja, also ich will da nicht ganz genau drauf schauen, aber es soll halt eigentlich 200.000 nicht überschreiten, weil man will ja vielleicht auch mal was für 200.000 kaufen. Und wenn das halt, wenn man mal so ein schönes Team haben will, vielleicht auch ein schön offensives, ne, mit einer Dreierabwehr, damit man nach vorne ein bisschen drücken kann. Deswegen halt für 200.000 ein Team mit einer Dreierkette hinten. Dürft ihr euch also aussuchen, hier eines von diesen Formationen. Nicht teurer als 200.000. Und jetzt kommt das, es soll mehr als 2 Ligen haben. Also mindestens 3 Ligen sollen drin enthalten sein. 3 Ligen, 4 Ligen, 5 Ligen. So viele Ligen, wie ihr wollt, wie ihr da unterbringen könnt. Und es trotzdem gute Chemie hat. Also es soll halt auf 100 Chemie kommen insgesamt, ne? Das ist natürlich das Ziel. Volle Chemie. Dazu mehr als 2 Ligen, also mindestens 3 Ligen. Und dann eine Dreierformation. Nicht teurer als 200.000. Jo, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Werdet auch diesmal wieder mitmachen. Wenn ihr euer Team eingeschickt habt, dann geht doch einfach mal gerne hier auf den Squad Search. So nach 2-3 Tagen vielleicht. Tippt hier DS09 ein. Drückt Enter. So, natürlich werdet ihr... Oh Mensch, das dauert jetzt aber richtig lange. Foothead ist heute mal wieder sehr schnell. Ich weiß nicht warum, dass wieder so schnell ist. Lade ich es nochmal neu. Komm, wir machen es nochmal. Ich weiß nicht, manchmal habe ich hier die Probleme mit Foothead, dass es halt sehr langsam ist. Ihr geht dann halt auf Sortieren und alle, ne? Also es soll DS09 drin sein. Meine Güte. Komm schon. Foothead, lass mich hier nicht im Stich.
Ich weiß nicht, warum es heute so langsam ist. Ja, wie auch immer. Ihr könnt gerne nach den DS09-Squads suchen und einfach gerne mal euch die anderen Squads anschauen und sagen, oh, das ist ja nicht schlecht. Und dann ein bisschen was so drunter zu kommentieren. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Lasst gerne dann einfach ein Däumchen da oder eben nicht. Wenn ihr es gut findet, lasst ihr einen Daumen da. Wenn nicht, dann lasst ihr es. So, ihr sagt All Time. Ne, ihr wollt ja alle davon finden und es dauert wieder. Lalala. Ich weiß nicht, warum es gerade hier so tierisch langsam ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr dann da so die Squads euch anschaut und da gerne mal Daumen nach oben verteilt. Nur Daumen nach oben. Falls ihr keinen Daumen nach oben geben wollt, könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar lassen, da sagen, oh, das kann man vielleicht so besser machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen würdet. So, dann war's das. Gerne hier dran denken und hier auch abstimmen. Und dann sehen wir uns ganz sicher in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann. Tschüssi.